Wie ist es, am Salzburger Recyclinghof zu arbeiten? Das schaue ich mir heute für die SN-Reihe Jobwechsel für einen Tag an. Die richtige Montur habe ich schon an. Holzteile, ausgedientes Gartenmobiliar, Bügeleisen, Mikrowellengerät oder Problemstoffe wie Lacke und Motoröle. Was gehört wohin? Also es wird überall geschaut, dass ein Kollege da ist und dass er halt kurz einen Blick drauf wirft. Und meistens dann die Leute dann das Fenster runter sagen an, was sie haben. Und dann kann man es halt ein bisschen einweisen, wo sie hinfahren sollen. Und gibt es für alles, was die Leute hierher bringen, den richtigen Behälter oder gibt es auch Dinge, die nicht hierher gehören? Also normalerweise gibt es für alles einen richtigen Behälter. Wo wir halt wirklich Probleme haben, das ist einer, wenn einer so Weihnachtsartikel, also Krocher bringt und so Zeug und Munition, also die muss er selber entsorgen bei Polizei oder bei Bundeswehr. Für die SN-Redakteurin geht es zunächst zur Kartonagenpresse. Da rein, oder? Ja, wunderbar. Perfetto. Danke. Ja, das schaut gut aus. Kollege Andreas Veit bedient und befüllt unterdessen den Styropor-Zerkleinerer. Wie schwierig ist es eigentlich zu wissen, was wohin gehört beim Sortieren? Das ist überhaupt nicht schwierig, weil es ist ja nicht von Anfang an so genau sortiert worden, wie jetzt sortiert worden ist. Und das ist immer mehr geworden und dann kommt halt wieder was dazu und dann ist das überhaupt nicht schwierig. Das heißt, Sie wissen immer, was wohin gehört? Ich hoffe, dass ich es weiß. Ich behaupte es nicht, dass ich es immer weiß. Die Redakteurin lernt. Im explosionsgefährdeten Bereich werden Feuerzeuge gesammelt. Altbatterien kommen zu den Problemstoffen, genauso wie Altöl. Einfach da rein. Ja, genau. Irgendwie. Für manches, wie für die Abgabe von Restmüll oder Altholz, muss man zahlen. Das funktioniert mit einem Ticket, auf dem die mittels Waage ermittelte Abgabemenge gespeichert wird. Wertvolle Dienste leistet der Verdichter, auch Rumpler genannt, der so wie hier beim Altholz das Material zerkleinert und so Platz im Container macht. Wie viel Spaß verstehen die Kunden hier? Also wenn sie normal behandelt werden, verstehen sie viel Spaß. Und dass einmal wer dabei ist, der keinen versteht, das ist auch. Ist das ein Job, den man gern macht? Sonst würde man es nicht machen. Also wenn du mit Leuten nicht gern arbeitest oder dass du ein bisschen was einstecken kannst, dann sage ich das nicht so gut. Was ist das Schöne an dem Job für Sie? Für mich ist das Schöne, ich arbeite gern mit Leuten, ich bin gerne in der frischen Luft und also ich möchte kein Büro nicht, ich mag nicht eingesperrt sein. Also ich bin gerne unterwegs.